Ja, wir kommen jetzt auch zum Ende. Ganz kurz wird Luca noch zu uns sprechen, der selbst und auch seine Familie ja akut von diesen Gesetzen und von der Abschiebung bedroht ist. Er wird noch ganz kurz zu uns was sagen und dann kommen wir auch zum Ende. Okay. Ja, hallo, hi. Es ist schon das zweite Mal, obwohl ich nicht anfangen wollte. Also, das sind meine Eltern. Also, ich bin Luca, ich bin 19 Jahre alt. Ich bin hier in Berlin geboren. Vor 19 Jahren bin ich hier geboren in Berlin. Und ich war hier ganz normal zur Schule bis zur 4. Klasse. Und ja, es gab damals einen Bruch 2002, wo mein Vater also unterscheiden musste und freiwillig aushalten musste. Wir waren in Serbien 10 Jahre lang. Dann haben also die Probleme angefangen, weil ich wusste nicht, was Serbien ist, weil ich hier geboren bin. Und mein Vater, also meine Mutter hat mich verlassen, als ich, um ehrlich zu sein, als ich 3 Monate alt war, noch hier in Berlin. Und ja, also mein Vater hat dann geheiratet mit einer serbischen Frau. Dann haben die Probleme also angefangen. Wir mussten immer von einem Dorf in anderen Dorf also überall rumziehen, weil wir einfach kein Recht dazu hatten, irgendwo zu bleiben. Und ich habe es also versucht, mein Vater hat es versucht, sehr viel mal mich in der Schule zu integrieren. Und ganz normal, dass ich zur Schule gehe, ich kenne das einfach nicht, weil ich ein Roma bin. Und also 10 Jahre lang hatten wir überhaupt keine Versicherung und kein Haus und nichts. Wir müssen immer flüchten, immer weiter ran. Ich weiß nicht wirklich, was ich noch sagen kann. Also ich möchte auch wirklich kämpfen, dass alle wirklich hier bleiben und ich möchte auch gerne hier bleiben und die Schule weitermachen, wie ich das angefangen habe. Und mehr weiß ich nicht wirklich, was ich sagen kann. Und dann meine Eltern.